Hallo zusammen, hier ist wieder Chida und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder meinen Monk ein bisschen weiter leveln. Der ist mittlerweile Stufe 78, fast auf Stufe 79. Und ich wurde dazu bequatscht, dass wir hier in Nagrand, also im Share, also nicht im Sharegrad, sondern in Nagrand hier quasi einmal die Questreihe von der Arena machen. Und dort sind wir jetzt hingeflogen, haben auch eine 5-Mann-Gruppe. Und mir wurde gesagt, dass das relativ gut EP bringt. Ja, 38.000 ist schon echt nicht schlecht. Wir nehmen sie mal an. Ich hoffe, ihr habt sie auch alle angenommen. Und ich muss mir jetzt noch eins besorgen. Und zwar habe ich nämlich auch mir nochmal Flask geschickt. Moment. Ah, schau mal, ich habe sogar... Nee, ich habe... Oh, gut, für 100 Gold habe ich was verkauft. Warte mal, ich muss jetzt... Habe ich den Chat angemacht? Nee, ich muss den Chat noch... Hier einmal anklicken. Jetzt habt ihr den Chat noch mit drin. Jetzt drücken wir hier einmal den Pot noch rein. Ich hoffe, die Quests haben alle. Und ja, ich habe jetzt quasi den BFA-Pot drin mit 10%. Dann hier nochmal 50% über den Erleuchtungsbuff von Monk. Also da kommt schon ganz gut was rein. Und was kriege ich jetzt insgesamt? Jetzt sind es immerhin schon 40k pro Quest. Also das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Das sind, ja... Das sind schon... Gut über 10% EP von dem Level für eine Quest, ein Mob umhauen, ist das schon echt nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal. Gut, der Mob bringt auch noch ein bisschen EP. Und jetzt können wir das abgeben gehen. Und ich bin Level up. Mal schauen, wie weit wir kommen durch diese Questreihe hier. Wenn ihn alle haben, dann können wir wieder anquatschen. Dann gucken wir mal. Was? Findest du die Anmoderation so schlimm? Oder wie meinst du es? Oh, warte mal, hier kommen die Mobs wieder. Es gibt da die Leute, die sind gespalten. Manche mögen sie und manche mögen sie gar nicht. Ja? Ich glaube, dazwischen gibt es nichts. Es gibt nur Hassen und Lieben. Naja, wohl, Lieben würde ich... So weit würde ich jetzt nicht gehen. So, okay. So, dann schauen wir mal. Ja, wieder 40k. Es geht halt schon schnell, ne? Also, bis jetzt habe ich sie nicht mehr gemacht. Du findest sie nicht gut. Okay, alles klar. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Also, du bist jetzt für mich gestorben. Ich rede nicht mehr mit dir. Aber es ist... Okay. Naja, dann hast du gerade noch mit Glück gehabt, dann drücke ich mein Auge zu. What the fuck? Wie habt ihr den jetzt umgenutzt? Warte mal, da war doch jetzt ein Max-Leveler dabei, oder? Der ist ja jetzt nicht einfach hier in einem Dings verreckt. Ah, schon mal, hier nehmen wir einen Trank noch mit. Nächste Quest. An den Spaß. Da stehe ich drüber, weißt du? Da stehe ich drüber. Der hat gerade mit drauf. Ich wollte doch gerade sagen, da hat doch einer draufgehauen. Ist das einer von euch? Weil der war ja schneller tot, als du gucken konntest. Ja, gut. Aber so da geht's jetzt auch ganz gut, wenn du mit einer 5-Mann-Gruppe da bist. Aha. Oder mit einer 4-Mann-Gruppe. Ah, ne, der gehört nicht zu uns. Ich wollte gerade sagen, hier leecht einer. Oder ist das doch einer von uns? Warte mal. Ne, das ist keiner von uns. Immer diese Leecher. Hä? Oh, habe ich die Quest nicht angenommen? Wartet mal, ich glaube... Hä? Glaube, ich habe die Quest versehentlich nicht angenommen. Kann das sein? Ihr habt zu schnell weitergedrückt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich bin eine Quest hinterher. Oder haben wir den nicht gerade schon verklopft? Einer nimmt an und teilt. Ja, das wäre eine gute Idee. Schau, annehmen und teilen wäre eine gute Idee. Da hast du nicht ganz Unrecht. Das könnte man tatsächlich machen, ja. Also bei der Arena-Quest war das immer schon so. Und ja gut, eigentlich können wir die andere dann auch noch machen, ne? Ach doch, das war jetzt die richtige. Okay, passt. Warte. Aber nee, die kannst du nicht teilen, die Quest. Nee, das funktioniert nicht. Ich müsste die wirklich alle annehmen. Du erwartet auf Randoms, die helfen. Er ist kein Leecher. Okay, wir hätten das geklärt, dass er kein Leecher ist. Nicht, dass ich was gegen Leecher hätte, ne? Ist langweilig, du weißt nicht, was du zocken sollst. Okay.
kannst ja ein paar Achievements machen. Du wirst ja sicher noch nicht alle haben. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, zumindest. Irgendwie ist niemand da. Ich hätte ja angeboten, dass du mitleveln kannst, ne? Wenn du kein Char in dem Level Bracket hast, dann ist blöd an der Stelle. So. Musst du dich eigentlich gar nicht mehr anquatschen, weil früher musst. Oder geht das hier automatisch dann immer weiter, wenn du die Quest annimmst? Irgendwie. Ja gut, also wir haben wirklich schon fast ein ganzes Level gemacht, ne? Ich war ja etwa ein, also jetzt ein von diesen Balken, die ich hab, ne, weg vom Level up, und jetzt viel ist es nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Quests da noch kommen. Aber das bringt wirklich gut was. Also das war vielleicht echt keine so eine schlechte Idee, das hier zu machen. Sind wir 5 Minuten dabei und haben bald ein Level. Ah, das ist aber dann, glaube ich, der Endboss, ne? Ja, mal gucken, wie viel kriege ich jetzt nochmal? 40k, vielleicht sind wir dann etwa hier. Also ganzes Level wird es dann nicht ganz sein, ne? Also, das ist der letzte, okay? Ja, ich dachte mir das schon. Okay, da hat doch jetzt wieder irgendwer draufgehauen. Der hier dick Damage macht. Ja, der hier. Achso, der kommt wieder, der Dude. Der kommt wieder. Nee, du kannst im Moment nicht alle Erfolge haben, weil einige ja nicht machbar sind, weil die erst mit dem Raid rauskommen, ne? What the fuck, er hält sich komplett voll? Ernsthaft? Okay. Ja gut, dann... Jetzt könnten wir den 120er brauchen. Also wenn er sich da komplett voll hält, ist das schon krass. Kannst du... Warte mal, kannst du ihn... Weil Interrupt konntest... Warte mal, stunnen? Nee, stunnen kannst du dann auch nicht. Was ist das? Wie wirst du den Typen dann killen? Also du kannst es nicht interrupten und du kannst ihn auch nicht stunnen. Ja gut, oder es haut halt einfach der 120... Hey, vielen Dank dir. Also so geht's halt. Okay, das jetzt, aber das bringt jetzt auch 40k, das ist die letzte Quest, ne? Naja, also fast ein ganzes Level haben wir bekommen durch das. Das ist schon nicht so schlecht. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, ich will jetzt auch nicht erwast updaten. Gut, dann würde ich sagen, queuen wir noch Dungeon, ne? Was wollt ihr, Wottl oder? Nein, wir queuen auf keinen Fall Wottl rein. Wo sonst kommen wir wieder Dingsterbumster, ne? Kommen wir wieder, wie heißt der Laden? HDZ3, ne? Also Ausmerzen von Stratholm. Wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt, dann, ne? Nee, das wollt ihr nicht. Ach komm, um Abos battlen ist so ein bisschen arm. Weißt du selber, ne? Merkst du selber. Naja, gut, Blutkessel ist in Ordnung. Das geht. Aber, also das mit dem Level für die Questreihe war ein bisschen übertrieben, oder? Ja, warst du das? Danke dir nochmal, ne? Nice. Nice one. Jetzt schauen wir halt, dass wir da zügig durchkommen. Dann sind wir eigentlich auch schon im nächsten Bracket-Bereich. Warte mal, kannst du da oben drüber? Ne, da kannst du nicht oben drüber. Schade. Schade, schade. Weiß ich nicht. Ja, wo habe ich denn eigentlich mein... Ach, ich habe das Wirbeln ja noch gar nicht. Ah, oh Mann, wann kriegst du das nochmal hier? Mit 90. Dann, wenn du es nicht mehr brauchst, weißt du? Naja, heutzutage definieren sich halt Leute darüber, ne? Was sinnlos ist, ja? Also, nur weil man Abonnenten hat, heißt es ja nicht, dass die Meinung mehr gewichtig ist oder dass man wichtiger ist, aber das sehen halt manche Leute so und das ist halt, naja, ein bisschen verquere Ansicht, würde ich jetzt mal behaupten. Und von der monetären Geschichte bringen dir die Abonnenten ja auch nichts, ne? Es bringt dir halt in dem Sinne was, wenn halt Leute Videos zum Beispiel von dir gucken, dann kriegst du was, aber in so einem geringen Bereich, dass sich das halt erst lohnt, wenn das halt im Millionen Bereich aufwärts ist, ne? Also von dem her ist das halt bloß so dieses virtuelle Eiergedingse und weiß ich nicht, da kannst du halt auch nichts von kaufen. Aber wer es braucht.
Ja, nee, über Recon lasse ich nichts kommen. Das ist natürlich wichtig, ne? Wer der krasseste Stecher im Kinderpuff ist, das ist wichtig. Definitiv. Also wer im Recon oben ist, der hat immer recht, egal um was es geht, ja? Der kann von mir aus auch Bundeskanzler werden. Das ist der heilige Gral, Recount. Ganz sicher. Außer wenn ich nicht ganz oben bin, dann. So, dann ist man cool, ja, definitiv. Dann hat man es geschafft, ja. Bitte Stream auf Twitch. Ja, ich müsste den Twitch-Stream wieder anmachen, ne? Das wäre eine Idee. Aber das letzte Mal hat es dazu geführt, dass auf YouTube halt der hatte Leck war. Oh, da sind wir. Da kommt das Level up. Jetzt sind wir hier Stufe 80. Jetzt können wir dann ins neue Bracket. Ins neue Bracket können wir dann gleich. Dann bist du Mr. und Mrs. Universe. Na wunderbar. Aber jetzt kriege ich hier schon noch EP, oder? Jetzt schauen wir mal, wenn wir die Mobs töten. Ich glaube, das eine Level müsste sogar noch gehen. Und dann kann ich aber auch nicht mehr queuen mit euch. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ja, ich habe meinen Gaming-Stuhl jetzt endlich. Ich glaube, ich hatte letztes Mal schon mal kurz gezeigt, aber dieses Mal das erste Mal so richtig im Ding. Na, hier, warte. Ah! Weiter kann ich mich nicht verbiegen, da muss ich wieder ein bisschen mehr, ne, trainieren, dann kann ich mich vielleicht ein bisschen weiter verbiegen. Dann würde das vielleicht gehen, dass du das dann ganz siehst. Ja. Aber man kann es ja ahnen, ne? Und ich kann mal ein bisschen hin und her drehen. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo einer so einen gammeligen Holzstuhl hatte und aber in seinem Greenscreen einfach nur so das eingefügt hatte, dass es so aussieht, aber auf dem Gamingstuhl hockt so geil. Also, wenn ich mir nicht einen richtigen gekauft hätte, hätte ich das auch gemacht. Also, natürlich ist es arm, wenn man sowas macht, ja. Aber das ist schon wieder so lustig, ja. Also, weiß ich nicht. Also, das ist schon wieder feierbar, definitiv. Du, ich muss jetzt sagen, genau kann ich es dir gar nicht sagen. Der Stuhl hätte eigentlich sowas um die 300 Tacken gekostet. Sowas drumrun, aber ich habe den gekauft, da war dieser Amazon-Dings da, Cyber Monday Week oder ich weiß nicht, wie das heißt, ja. Also halt das alles günstiger gab auf Amazon. Da habe ich mir den gekauft für genau weiß ich es nicht, aber für 200 und ein paar zerquetschte waren das, ja. Wie 240 oder so, genau kann ich es dir gar nicht sagen. Also, ja, irgendwie sowas um den Dreh rum. Black Friday, das kann natürlich auch gewesen sein. War vor ein paar Wochen, war das mal, wo ich das. Der war ja eine relativ lange Weile bei mir im Gang gelegen, weil ich zu faul war, den auszupacken und aufzubauen, ne? Ich war ja immer so kränklich in letzter Zeit. Ich bin immer noch nicht ganz gesund, wenn ich das anmerken darf. Und naja, dann war die Motivation irgendwie niedrig, ja. Und dann habe ich mir jetzt aber letztens mal hingehockt und mir den zusammengebastelt. Ich habe mich recht angestellt, ja. Und erst nachdem ich nochmal ein Video angeguckt habe, muss ich gestehen, ist es mir klar geworden, weil die Anleitung, die gab leider nicht so viel her. Und ich habe die ganze Zeit versucht, das mit Gewalt was zusammenzustecken, was hätte nicht ganz zusammen. Also, das hätte schon zusammengehört, aber man hätte erst die Schrauben rausmachen müssen und sie dann wieder reinbasteln können. Na. Ja, richtig, sehr. Okay, dann genießt du ja ziemlich schnell. Nö, also, weiß ich nicht. Also, hier, das muss ich ja mal noch einsetzen. Nee, den interrupten wir jetzt mal. Wo willst denn du hin? Nee, nee, nee. Du haust mir nicht ab. Oh shit, jetzt krieg ich richtig aufs Maul. Jetzt muss ich eigentlich abstaggern, weil ich im roten Bereich bin, aber ich kann nicht. Jetzt kann ich. Ich im roten Bereich bin. Leide, ja? Du bist so ein richtiger Typ, ne? Weißt du, jetzt könnte ich ja einiges sagen zu den Halsschmerzen, aber wegen der noch frühen Uhrzeit verkneife ich mir das jetzt mal und, ne? Hast du was geschluckt, dass die Halsschmerzen besser werden? Du geschmeidig bleibst. Weiß ich nicht. Hast du da noch keinen Selbstversuch durchgeführt?
Oh, ich muss wieder queuen, merke ich gerade. Ich bin aus dem BG raus. Ab Nulle. Nein, man darf auch vorher schon ein bisschen, aber halt nicht so über die Stränge schlagen. Weißt du, man muss. Oh shit, da kommen die Dings. Weißt du, das ist das Problem, wenn ich viel gestikuliere. Und dann, weißt du, ist man am Gestikulieren, dann kommen die Mobs und dann ist der erste Mage-Ton. Denkst du so, nicht so gut, nicht so gut. Ja. Das ist der Nachteil als Tank, da kannst du nicht rumslacken. Kann man ja mal ausprobieren. Warum, Freddy, würdest du dich da anbieten oder was zum Ausprobieren? Fragt sich nur als welcher Part von beiden, ne? Das ist natürlich fraglich. Immer diese Mage-Power, ne? Also, aber wobei Mages sind nicht schlecht. Die machen guter E-Schaden. Kannst du nichts sagen. Ja, absolut, ja. Nur. Der Schlucker. Nee, nee. Da muss ich passen. Aber nur Bio, weißt du? So, den Boss. Das Gute ist jetzt, dass ich so viele gigierte Chars hab, ne? Und du einfach ganz bequem einmal in die Warfront reingehst und die spielst, oder naja, man kann sie natürlich auch leechen, würde ich natürlich nie machen, aber man könnte es machen und bekommt dann halt schon mal. Oh mein Gott, wie haben wir denn die jetzt alle gepult? Und dann kann man halt einfach ganz bequem sich da 15 Abzeilen holen für die eine Warfront. Oh shit, jetzt. Ja, das war's. Ich bin. Naja, das ist halt die Kacke, wenn wir den Boss haben, plus den Scheiß dazu gepult, weil die stunnen mich. Was ich sagen wollte, dann kriegt man 15 Abzeichen und durch 15 Abzeichen kann man Dings hier holen. Kann man von diesen Tränken quasi drei Stück holen, ne? Also durch eine Warfront, das ist halt schon viel. 3 Stunden, 10% mehr EP, das hat halt was. Aber wie haben wir die jetzt zur Hölle gepult hier alle? Also das komplette Programm. Vor allem jetzt ist der. Die Mages können alle nicht retzen. Aber der Shami kann anken. Ja gut, der kann mich hoffentlich retzen. Weil ich will jetzt ungern laufen, das ist schon eine Weile. Das ist Bio, okay, na dann. Dann hört sich das gut an. Dann hört sich das gut an. So, mal schauen, was der Boss dann noch so droppt. Ich habe sogar alles Gear angelegt, was ich nehmen kann, ne? Also, habe sogar nichts Lowes mehr rumflacken. Ich glaube, ich habe vorhin mal aussortiert. Über Nacht. Ich würd einen Retz nehmen, so by the way. Nicht gucken, Retzen. Warte. Schreiben wir das mal. Retz, please. Oder seid ihr noch in Combat? Wie, du kannst nicht retzen. Doch. Ah, okay, anscheinend waren sie noch im Combat. Interessant. Gut, okay. Dann auf geht's. Lol, schau mal, sieht das dumm aus mit dem Stab. Wenn man dann so rumwirbelt. Prophylaktisch, ja, definitiv. Ja, du, man kann nie genug Sperma haben, ne? Ist klar. Warum nicht? Da spricht anscheinend der Fachmann, ne? Naja, gut, also das war jetzt ein bisschen übertrieben, Lexi, oder? Ist halt genug, okay. Naja, so tolerant sind wir. Ich wär fast vorbeigekommen, ne? Aber nur fast. Jetzt schauen wir mal, was wir an EP kriegen vom Endboss. Ganzes Level wird es wahrscheinlich nicht voll machen. Wahrscheinlich können wir dann sogar noch eine queuen. Mal schauen. Ich weiß halt jetzt. Ja, wohl, eigentlich müsste das gehen mit 80. Nicht beim Lad, okay.
Okay, dann, wenn der Lexi sagt, wir müssen uns benehmen, dann benehmen wir uns. Was haben wir denn? Wir haben 21:29 Uhr. Ja, obwohl, ich glaube, ab 22 Uhr ist dann sogar im Fernsehen hier ab 16, oder? Da kommt doch immer dieses hier, diese Sendung ist nicht geeignet für Zuschauer unter 16 Jahren. Und dann das für unter 18. Nein, oder? Geht er jetzt bei 6% nochmal in seine Scheiß-Immunphase? Das ist doch. Ah, ich bin tatsächlich Level up geworden noch. Jetzt werde ich nicht mehr mit euch queuen können, leider. Ja, jetzt müssen wir uns neue Leute suchen. Du bist 80, du kannst mit, du kannst nicht mit, du kannst auch nicht mit und du leider auch nicht. Schade, schade. Du hast seit Jahren kein Fernsehen mehr geguckt. Ich direkt im Fernsehen tatsächlich auch nicht mehr. Ich gucke mir das meiste jetzt online an, ne? Liegt aber vielleicht auch daran, weil ich hier noch meinen schönen Röhrenfernseher stehen habe und der mittlerweile nicht mehr funktioniert. Die haben ja das Signal umgestellt. Ne? Und irgendwann, letztens habe ich ihn mal wieder eingeschalten, weil ich auch schon ewig den nicht mehr anhatte. Schalte den so ein und das Ding geht nicht mehr. Und dann kommt mir so, warum geht das Teil nicht mehr, ne? Und dann ist mir so gekommen, ah ja, die haben ja irgendwann dieses Signal umgeschaltet, aber so selten wie ich gucke, ne, rentiert sich's nicht, weil ich halt alles über den PC mache. So, jo, danke euch fürs Mitkommen. Leider, wie gesagt, können wir jetzt nicht mehr queuen. Jetzt haben wir ein Level Bracket 80 bis 90, wenn noch Leute da sind, ne, die in dem Level Bracket sind. Gerne, ich mache jetzt nochmal eine Gruppe auf, gerne reinqueuen, ihr könnt gerne mitkommen und ja, dann machen wir dem Level Bracket weiter. Wenn ihr auch die anderen einen Char haben, der in dem Level Bracket ist, gerne mitkommen. Aber so können wir leider nicht queuen mit Lauren, ne? Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir in das jeweilige Bracket kommen. So, wie port ich mich jetzt am besten rum? Achso, warte mal, ich nehme mal hier den Dingsport. Danke dir fürs Abonnieren. Stimmt, der Stream ist nicht ab 18. Aber kann man das bei YouTube auch einstellen? Ab 18? Geht das? Ach, schau mal an. Jetzt habe ich hier die Dings. Bei Twitch weiß ich, dass man das irgendwo einstellen kann, ne? Hey, danke dir. Warte mal, war das gerade ein Follow, obwohl ich auf YouTube stream? Warum followt wer auf Twitch, wenn ich gar nicht auf Twitch live? Okay, naja. Lassen wir das, egal. So, jetzt schauen wir mal einen Buff. Doch, ist immer noch 50%. Haben die das geändert? Da müsste doch jetzt eigentlich weniger werden. Dachte, die müsste weniger werden. So, dann queue ich jetzt mal hier rein. Und zwar nenne ich das jetzt Tela Leveling Dings da. Da könnt ihr euch reinqueuen. Und also ihr müsst halt Minimum 80, also irgendwas zwischen 80 und 90 sein, ne? Dann könnt ihr gerne mitkommen. Einfach reinqueuen und dann geht's los. Ja, jetzt suchen wir halt ein paar Leute für nochmal Dungeons, beziehungsweise dann, ja, die Schätze können wir auch abfliegen, ne? Das ist ja auch drin. 81 sind wir mittlerweile schon. Die Schätze bringen auch etwa, je nachdem, ob man erholt ist oder nicht, etwa ein Level, ne, bis zwei. Jetzt, gut, ich habe den Dings auf 1,5 Level werde ich kriegen, denke ich mal. Alleine schon dadurch verbeugen. Jetzt schauen wir mal, was das hier für ein Meister ist. Ob das einer ist, der krass unterwegs ist oder ob das ein Easy One ist. Der mir drauf hier, dort. Was? Hier 4% von der maximal. Warte mal, kann ich das nicht runternehmen? Ist da nicht irgendwas? Okay, jetzt ist. Ach nee, mit dem nehme ich es eh weg. Ah! Ah nee, das war beim Dunkeleisenzwerg, ne? Da hat man die Buffs runtergenommen. Ich bringe das schon durcheinander, ne? Weil ich immer so viele verschiedene Sachen gleichzeitig am Basteln bin. Achso, und da hinten haben wir auch nochmal einen, den ich brauche. Ja, nehmen wir den auch noch mit. Also da könnt ihr euch queuen, ne? Benutzer definiert. Tele-Leveling, wenn ihr halt in dem Levelbereich noch einen Char habt, dann könnt ihr gerne mitkommen. Ach stimmt, das schnelle Fliegen kann ich mir noch holen. Warte, was hat der an? Nee, ich habe das Gold weggeschickt. Scheiße, ich hatte ja extra das Gold. Wobei, egal. Die 10%, bevor ich jetzt da wieder hin und her lock, ist jetzt auch wurscht. Ist auch wurscht. Ob ich dann ein bisschen schneller bin, ist auch. Also es sind ja wirklich nicht viel, ne? Oder 30%. Ja, 30% macht halt schon was aus.
Kann ich, ja, muss ich mal gucken. Verbeugen. Ich glaube, irgendeiner meinte, man kann ihn auch anquatschen. Nein, Crazy Mama, was ist denn Real Life? Sowas, so, nee, 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 sowas gibt's nicht. Sowas gibt's nicht. Ah, okay, das ist der Typ, der hier diese Feuervolts legt. Der ist ein bisschen nervig. Noch nerviger ist der eine, der Wirbel, Captain Wirbelfuß, der rumwirbelt und dich wirklich richtig runterhaut vom Life. Warte mal, das Schild habe ich auch noch nicht, oder wie? Oder war das auch was zum Skillen? Nee, das war auch was zum Skillen, ne? Ja, okay. Das sind jetzt die letzten beiden Skills, deswegen habe ich das noch nicht. Ja, ich glaube, das kannst du essen. Da musst du aufpassen, ne? Ist manchmal ein bisschen bitter. Ach. Bist Level 4, du hast auf. Na wunderbar. Dann kannst du ja in 10 Wochen dabei sein, wenn du aufgeholt hast. So, jetzt müsst ihr eigentlich beide Quests abgeben können und das nochmal hochstecken. Machst du Schoko drüber? Ist das dein Geheimrezept für alles? Einfach Schoko drüber und fertig. Na gut, kann man machen. So dick Schokolade, Schokoüberzug, ne? So, jetzt haben wir hier wieder 5 Stunden. Passt, wunderbar. Und jetzt gehen wir einmal nicht nach SW, da kommen wir nicht hin, sondern nach OG. Und dann werden wir uns mal nach, müssen wir die Pre von MOP einmal basteln, dass wir nämlich die Schätze looten können, ne? Schokolade ist immer gut. Ja. Jetzt ist nur die Frage, ne? Normal, weiß oder bitter? Oder alles drei. Boah, ich hatte früher immer so einen Schoko-Nikolaus gekriegt. Der war aus drei verschiedenen Schoko-Dings, ne? Also halt verschiedene Schokolade. Der war auch so ein bisschen edler, aber der war richtig gut, ne? Der war halt aus. Grundlegend aus normaler, halt Vollmilchschokolade, ne? Dann war der halt mit weißer und zartbitter so verziert und halt die ganzen, das Gesicht, der Bart halt aus weißer Schokolade und so. Der war richtig gut. Der war richtig gut, der Nikolaus. Ich bin Schoko-Nikolaus-Fan. Ich habe euch ja schon mal die Geschichte erzählt, wo wir im Studium Wichteln gemacht haben und ich einen Schoko-Nikolaus verschenkt habe. Und ich fand das voll das geile Geschenk, ne? Bloß die. Ja, das Mädel, das mein Schoko-Nikolaus gekriegt hat, das war wenig amused über den Schoko. Also ich hätte mich so super gefreut, ne? Aber das hatte ich ja schon mal erzählt. So, wo muss ich jetzt denn hin für die Pre-Quest? Ich glaube, ich muss da ans Leaderboard, oder? Ne, da nicht. Einfach hier reinlaufen? Startet das dann? Ist das ein. Nee. Vielleicht bei Nazgrim? Mal gucken. Bei der Horde bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, wo das Zeug startet. Ja, du, keine Ahnung. Das könnte. Log-Quest habe ich ja nicht angehakt, ne? Das sieht doch schon mal gut aus. Es kommt ein Video. Naja, okay, doch, das kenne ich schon. Kann ich das nicht abbrechen? Naja, ist er. Warte mal, von Tanner an? Ich glaube, das ist die richtige. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwo zum Luftschiff. War das nicht da irgendwo da außen? Hier oben. Nicht, dass das die falsche Quest ist, ne? Es gab in Qatar auch eine Quest, wo du irgendwie. Das ist jetzt schon die richtige Luftschiff-Quest. Ich hoffe es mal. Weil es gab auch so eine, wo du mit dem Luftschiff dann hier rüber geflogen bist, weißt du? Nicht, dass ich jetzt ins falsche Gebiet komme. Das wäre suboptimal. Da oben haben wir das Luftschiff. Na, jetzt schauen wir einfach mal, ob das die richtige Quest ist. Bei der Allianz weiß ich es halt auswendig. Bei der Horde, ist schon ein bisschen her. Beim letzten Char. Obwohl, eigentlich müsste ich jetzt das Portal auch direkt benutzen können, oder? Unten? Zumindest geht das bei der Allianz. Naja, wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann kann ich mir ja nochmal über Monkport einmal zurückporten. Das ist ja dann auch recht chillig. So, Nazgrim, sag mir, was wir machen, Schönes. Ich bin bereit, General. Ja, es geht nach MOP. Perfekt. Perfekt. Bin ich nicht falsch? Wunderbar. Ich war mir jetzt nicht so ganz sicher. Bei der Allianz reicht's, glaube ich, wenn du reinläufst. Ne? Dann blockt die Quest auf. Hier musst du anscheinend anquatschen. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
Okay, hier ist gar kein Sound. Ah, ich habe die Dialog-Sound relativ leise, deswegen hört man nichts. Den könnte ich eigentlich mal ein bisschen hochdrehen. Gibt es das Hexerbuch fürs grüne Feuer noch? Also, soweit ich weiß, müsste das noch drin sein, ja? Mir ist jetzt nicht bekannt, dass sie es rausgenommen hätten. Mir nicht bekannt. Ja, schon mal, das Schiff brennt, der steht da ganz ruhig, ne, in seiner Hütte. Ach so, machst du hier die Quest schon, oder wie? Du hörst allgemein nichts von Game. Ja, da muss ich mal nochmal gucken. Ich habe letztens meine Soundeinstellungen ein bisschen über den Haufen geworfen. Das war nicht ganz so prickelnd, deswegen, ja. So. Weißt du, was ich sagen würde? Wir queuen jetzt einfach zu zweit rein, fliegen einmal die Schätze ab, soweit ich noch in Erinnerung habe. Irgendwie mein Addon spackt immer noch, ne? Das hatte ich ja das letzte Mal schon. Und dann, ja. So, du bist ja unten in der Kanone drin. Ja, gut, die Quest können wir fix machen. Bloß den einen müssen wir jetzt halt rausschmeißen in Level 70. Das tut mir leid für dich. Aber da müssen wir die Einladung leider rückgängig machen. Und ja, die Quest ist eigentlich ganz cool. Hier kannst du ein bisschen reinfeuern. Die mache ich eigentlich ganz gern. Einfach mal ein bisschen reinhalten. Ach, du hast mit TomTom alle markiert, okay. Ja, dann fliege ich dir einfach nach, machen wir es so. Aber ich muss, glaube ich, das Pet Battle Ding mal ausmachen. Schau mal eine Karte an. Warte mal, konnte man das nicht irgendwie ausschalten? Tja, irgendwo hatte ich da mal so Buttons, dass ich die Pet Battle Dinger ausgeschalten habe. Weil die, ehrlich gesagt, brauche ich die ja nicht, ne? Warte mal, konnte man das hier machen? Begleiter? Dragpads. Na super, die sind immer noch da. Weil die habe ich doch schon alle. Keine Ahnung, irgendwie tut es das bei den Gammelchars nicht richtig einstellen. Dann lass mal rumfliegen. Also ich queue jetzt mal rein, ne? Und dann lass einfach mal rumfliegen und die ganzen Dinger holen. Dann können wir ja hier in dem Gebiet anfangen und dann einmal so eine Runde fliegen. Halt, wo gebe ich die Quest jetzt ab? Unten wahrscheinlich, ne? Dann sind wir nämlich da schon mal relativ weit und ja, schauen wir mal weiter. Hier ist egal, was wir mitnehmen. So, weil wir können ja dann nachher auch questen. Jetzt machen wir erstmal hier das Zeug. So, warte, dann queue ich uns jetzt schon mal einmal rein. MOP. Ja, fangen wir mit MOP an. Fangen wir mal mit MOP an. Also die weiß ich auch noch. Hier liegt eins am Brunnen, dann liegt hier noch eins und hier liegt im See noch eins. Also die weiß ich noch. Normalerweise fliege ich halt immer andersrum, aber mit der Horde bist du ja halt oben, nicht unten, ne? Genau, da liegt eins am Brunnen dran. Oder im Brunnen, glaube ich, sogar drin. Da. Wenn man halt erholt wäre, würde man da halt nochmal gut mehr EP kriegen. Aber gut. Man soll sich nicht beschweren. Es ist ja so auch relativ viel, was man kriegt. Ja, so war das jetzt nicht. Nein, hier mit diesem Maschinengewehr da. Wie die Leute es immer falsch verstehen, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, manchmal musst du einfach nur reinhalten. Das ist schon so. Ach, schau, wir haben schon Proc. Perfekto. Es bringt halt schon relativ viel, 55.000. Also da kommt schon was rum bei. Ja, wir können ja einmal rumfliegen und immer zwischenrein dann reinlooten, ne? Also das ist, denke ich mal, so das Beste, was du meinen kannst. Ja, die Leute verstehen nur das, was sie verstehen wollen. Das ist richtig. Warte mal, war hier nicht auch irgendwo eins gelegen? Also du hast hier die TomTom-Koordinaten rausge... Also da unten ist auf jeden Fall eins, ne? Also hier unten am Ding liegt auf jeden Fall eins. Na super, einer von den DDs hat abgelehnt. Ah, was ist das? Du sabotierst du mich aktiv? Neues, wir haben gerade gewonnen hier. Dann habe ich eine gute Waffe gekriegt. Hier beim Schiff lag auf jeden Fall eins. Mein Gott, also ich bin schneller aus dem Gedächtnis als du mit den Koordinaten, kann das sein? Hast aber da oben war jetzt keins mehr, ne? Eventuell nicht alle, ja, scheint so.
Event. Ah, schau mal hier, Brauerei. Ja, die ist ganz okay. Was reinlooten, ein Synonym für reinhalten? Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Definitiv nicht. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir einen guten Heiler haben. Obwohl, soll ich erstmal slow? Ich pull erstmal slow. Weil meistens hast du dann Heiler, die da noch nicht ganz so auf Zack sind und ich habe keinen Bock nach zwei Gruppen alle CDs rauszuziehen und dann auch noch im Dreck zu liegen zudem. Mit dem, dass ich alles auf CD habe. Theoretisch kannst du ja hier auf diese Vollmentare schießen. Und ja, okay, ich wusste schon, warum ich hier nicht alle zusammenpull. Diese blöden Affen, echt. Da musst du halt gut drauf schießen, ne? Macht's Bumm und dann sind die auch schon fast halb down. Naja, ich wusste es, ne? Gleich zum Looten gehen, ne? Hier, ne, ne, das ist meins. Meins, meins. Das ist auch meins. Eigentlich muss ich mir jetzt meine beiden Roll-Dinger aufsparen für oben. Hier gibt's auch mal einen Vollidioten, der auf diese Fässer schießt, ne? Dann macht's Bumm und dich reißt halt komplett in die Luft mit. Blöderweise habe ich das Ding noch nicht hier. Hier ist ja doch früher immer schon das Wirbeln gehabt, ne? Also hundertprozentig sicher, dass du hier schon das Wirbeln hattest. Jetzt habe ich halt nur AE, ne? Warte mal, jetzt machen wir mal einen Mastern auf alle drauf. Ja, aber nur den Breath und das Fass, ne? Mehr habe ich halt einfach nicht. Naja, gut, die haben früher mal richtig EP gebracht, ne? Das war früher so ein EP-Run. Jetzt nicht hier runter rauslaufen, nicht wie das letzte Mal, wo da einer nachgerannt ist. Weil da geht nämlich die Tür zu, sobald der Boss gepult ist, ne? Das letzte Mal war da jemand draußen gestanden, weil er meinte, den Mobs nur nachlaufen zu müssen. Ja, aber ich finde das dumm, dass der Monk-Tank den Rauschen in Jadewild jetzt skillen muss, ihn sonst gar nicht. Also das ist irgendwie dumm, jetzt bin ich hier nicht rausgelaufen, Kacke. Also, weiß ich nicht. Warum tut er jetzt das Elitz ziehen? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Na gut, dann tank ich den Boss halt nicht, ne? Ist auch recht. Ach ja, so ist das. So ist das. Theoretisch könnte ich jetzt auf die Fässer drauf gehen, wenn der Affe hier eh von dem. Warte mal, könnte ich ihm eigentlich die Stacks geben oder bin ich jetzt in den Ele reingerottet? Naja, egal. Lassen wir das. Mal schauen, wie schnell wir jetzt in MOP unterwegs sind. Was mich wundert, dass ich immer noch den 50% Buff habe, ne? Weil eigentlich geht er doch, sobald du im MOP-Bereich bist, runter. Oder vielleicht erst ab 85 wirklich, dass es noch so wie vorher ist. Eine Minute AFK. Warte mal, ist das der Heiler? Ja, das ist der Heiler. Warum geht man denn genau. Jetzt darf ich nicht in den Bossraum reingehen, sonst habe ich immer keinen Heiler beim Boss dabei. Oder kriegen wir das ohne Heal hin? Könnte schwierig werden. Eigentlich ziehe ich alles immer in den Bossraum rein. Das Problem ist, hier, wenn du die Mobs alle killst, dann spawnt teilweise relativ schnell der Boss hier raus. Und wenn der Heiler dann noch nicht drin ist, ist es blöd. Pala ist auch noch nicht da. Was macht der Pala? Dachte er sich jetzt, wenn der Heiler AFK geht, gehe ich auch AFK oder hat er jetzt einfach keine Lust mitzumachen? Jetzt kommt der Boss nämlich raus. Wo ist der Parler? Komm hier rein, Dude, komm hier rein. Jetzt ist die Tür zu. Wer ist jetzt alles drin? Der Mage ist drin.
Der Ding, der Pala steht draußen, oder wie? Der Shami auch, oder was? Der Shami ist drin. Ja, der Pala ist draußen. Mein Gott, echt. Also manchmal kriege ich auf Leute echt einen Hass. Ich habe schon echt langsam gemacht, ne? Ach. Der hat halt auf einen einzelnen Hasen draufgehittet, der irgendwo am Arsch der Heide stand, ne? Dachte ich, ja gut, komm, das ist jetzt meine Hase, da hau ich jetzt mal drauf. Ja, vielleicht soll ich nicht in Breath stehen ohne Heal. Warte. Jetzt den Charmy zerrissen. Na ja, super, jetzt ist der Boss auch noch raus. Der Shami auch noch gelaufen, oder was? Und wo ist jetzt der Pala? Okay, der Pala ist jetzt auch da. Na wunderbar. Na wunderbar. Jetzt haben wir auch den Heiler zumindest hier. Nein, das Problem ist, sie resetten den Boss halt. Das ist das Problem. Was ja gerade jetzt auch passiert ist. Der Boss visiert halt immer einen an und wirbelt dahin, weißt du? Und wenn dann einer draußen steht, resettet er halt den gammeligen Boss. Das könnte jetzt auch gleich mit dem Shami wieder passieren. Teilweise kannst du ihn taunten, teilweise auch nicht. Das ist halt immer so die Sache. Jetzt schauen wir mal. Ich jetzt taunte, ja, doch, jetzt rennt er zu mir. Funktioniert aber leider nicht immer, schon jetzt geht er nämlich wieder auf den Mage und ihr habt noch Taunt-CD. Das ist so eine 50-50-Sache, ob das klappt. Der Karottenatem. Der Boss ist schon so einer. Der war damals im Challenge-Mode auch schon immer lustig, weil er nicht rauskommen wollte, ne? Also, da haben sich die Leute schon Sachen überlegt, wie sie den Typen da oben rausbekommen. Weil im Challenge-Mode ging es ja um Zeit, ne? Das ist ja ähnlich wie jetzt im, hier im Mythic Plus. Da hattest du halt ja auch im Bronze, Gold und Silber hattest du genau diese drei Dinge. Dann ging es halt darum, da möglichst zügig durchzukommen. Und wenn du natürlich hier irgendwie eine Minute gewartet hast, bis der Boss rauskommt, das hat ja Zeit gekostet, die du nicht hattest. Ja, und da war es auch immer schon so eine Sache. Da haben sich Leute den Kopf zerbrochen, wie sie ihn triggern können. Da müssen sie, dann sind alle da vorher mal rumgesprungen, lauter so ein Zeug, ne? Also sich Zeug ausgedacht. Teilweise, ich glaube, es war einfach random, ob er gleich rauskam oder ob er ewig gebraucht hat. Schau, jetzt geht er auf dem Charmy. Ich hasse es. Und er geht wieder raus. Jetzt resettet er gleich. Wir müssen ihn killen, bevor er rauswirbelt. Hatte das gesehen? Ich habe nochmal getauntet, aber das war jetzt knapp. Er wäre jetzt bei 1% wieder resettet, wenn ich nicht gespottet hätte. Das war knapp. Ja, das passiert schneller, als man denkt. Warte mal, habe ich jetzt einen anderen Kolben an? Nee, doch, den. Hä? Irgendwie sah der vorher anders aus. Sowas gleich kicken? Nein. Also das mache ich jetzt auch nicht. Ich will die Leute bloß rauskicken, wenn sie halt grob einen aufhalten. Das ist zwar nervig, aber es kann halt jedem passieren, dass er mal AFK gehen muss. Ne? Also der eine schreibt, der muss AFK gehen, geht AFK, ist okay, aber der andere ist nicht AFK und gammelt irgendwo rum, was ich halt nicht verstehen kann. Also weiß ich nicht. Aber deswegen kicke ich jetzt keine Leute. Also das wäre ja auch ein bisschen drüber, oder? Meint er nicht? Das darf man mich im Battle.net adden. Ja, adden kannst du mich schon. Das Problem ist halt immer, ich muss immer wieder Leute runternehmen, ne? Ich glaube, ich habe gestern wieder meinen letzten Slot wieder hier quasi vergeben. Ich muss halt immer gucken, dass ich dann wieder Leute lösche, dass ich wieder andere draufnehmen kann. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. That's the problem.
Ja, gut, klar, also man kann da natürlich auch gleich jeden rauskicken, aber es muss ja jetzt auch nicht sein, oder? Also, ich will halt nur zügig durch sowas durchkommen. Was ist da schon wieder los? Na gut, da antworte ich später drauf. Das muss nicht jetzt sein. Normalerweise pulle ich hier auch alles hoch, dass ich das Event gleich trigger. Bloß die letzten paar Male, sagen wir es mal so, ging das ein bisschen in die Hose hier. Paprika, das ist wieder er hier, ne? Das ist wieder er hier. What the fuck? Habe ich den nicht erwischt mit dem Dings fahren? Komisch. Was ist denn los? Warte. Da pinkt's im Dauerding. Okay. Ja, gut zu wissen. Alles doof. Du kannst dir schon eine Anfrage schicken. Ich kann mal nachher mal gucken, ob ich noch Platz habe, beziehungsweise ob ich noch wen löschen kann. Ich muss mal schauen, warte. Ich habe genau 200, ne, 70, 130. Ich müsste halt wieder wen löschen, dann kann ich gucken. Aber da muss ich nachher mal durchschauen, weißt du? Ich will jetzt einfach nicht so wen runternehmen. Oh, shit, es geht los. Kommen alle ganz dahinter, dann kommen sie auch ran. Dann kommen sie auch ran. Die Dudes, ach, die haben sogar noch Blasen drauf, ne? Alles doof, ne? Ich merke schon, ich werde wieder ein bisschen heiser, ne? Das ist immer ein bisschen blöd. Gestern zu viel gelabert, ne? Das merke ich dann immer, das rächt sich am nächsten Tag. Wenn du lang streamst und monologisierst, was ich ja auch mache, dann bist du etwa genauso heiser wie. Früher, wo ich nur öfter weggegangen bin, wenn du irgendwo warst, wo es halt laut ist und du immer lauter redest, dann wirst du auch heiser. Da war ich am nächsten Tag auch immer heiser. Das war so nervig. Oder meistens auch schon dann, wenn es später wurde, währenddessen wurde ich schon heiser. Das ist übelst nervig. Mich dann unterhalten willst und deine Stimme zumindest zu einem gewissen Bereich einbüßt. Wo finde ich dein Battletech? Prinzipiell findest du dich nirgends. Weil mich ja sonst immer jeder Hans Wurscht edit, weißt du? Das ist immer die Dings. Aber theoretisch, wenn man clever ist, dann, wenn ich hier das Ding aufmache, sieht man ja oben den Battletech, weißt du? Wenn man ganz scharfe Augen hat, dann würde man sehen. Oder wenn ich hier, ne? Nein, 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 darfst du nicht sehen. Wieder zumachen. Also nicht adden hier mich. Ja, also da sieht man theoretisch. Aber ich habe ihn nirgends verlinkt, um jetzt mal vielleicht ein bisschen serious zu bleiben. Weil du halt dieses Kontingent von 200 Leuten da auf der Liste haben kannst. Und also wenn du 200 hast, ist es halt gecapped, ne? Also mehr kannst du halt nicht drauf haben. Dann musst du halt immer wieder andere löschen. Das ist halt das Nervige. Ich hasse euch. Und jetzt habe ich schon wieder zwei Anfragen, weißt du? Genau deswegen. Vom Luke habe ich eine Anfrage. Elordil. Oder wie heißt der? Die Lodi, so rum. Ja. Nee, ich hatte eine Zeit lang irgendwie 20 offene Anfragen, weil ich keinen annehmen konnte. Und dann musste ich alle löschen. Also das ist auch nicht böse gemeint auch. Aber ich kann halt immer nur eine begrenzte Anzahl drauf haben. Das ist leider. Ach mein Gott, bin ich da jetzt reingedings? Das war jetzt irgendwie schlecht, würde ich jetzt mal fast behaupten. Nicht, dass ich nur sterbe hier. Jetzt ziehen wir mal alle CDs nach. Na, muss mal gucken. Nee, aber adde mich einfach mal und dann schaue ich später mal, dass wir da klar Schiff machen. Ja, das ist ein Argument, okay. Das ist ein Argument. Da kann ich mich auch nicht verwehren gegen. So, sind wir jetzt Level up, oder? Jo, passt. Wunderbar. Ja, gut, die Quest bringt aber nicht viel, ne? 26k. Das ist halt ganz schön traurig. Was es an EP bringt.
Du schon wieder. Der mit seinem Paprika. So, sollen wir mit den kleinen nochmal queuen oder wie sollen wir das machen? Ah, schau, die queuen schon von sich. Oh, jetzt der Stefan, der fragt hier die richtigen Fragen. Eieiei. Wir wollen nicht indiskret sein. So, jetzt schauen wir mal. Ah, wir kriegen da. Ziehen sogar alle mit, oder? Und eine Idee noch? Ah, schau mal, ja, der Tempel. Ja, das ist auch schick. Ja, der Tempel kann man machen. Kann man machen, definitiv. Da habe ich die Quest auch noch. Auf wessen Schlauch stehst du denn? Na komm, den ziehen wir hier mit. Ich glaube, der Heiler kriegt das hin, oder? Hier ein bisschen reingebrefft. So kacke, dass ich nicht die ganze Zeit AE habe, ne? Also mit dem Wirbel könnte man wenigstens hier ein bisschen arbeiten. Okay, das könnte jetzt vielleicht hier. Kriegen wir das hin? Der Void wollen wir nicht stehen. Jetzt hab ich zum Beispiel nichts ready, um hier rein zu E, ne? Komplett. Jetzt stehe ich blank. Jetzt kann ich die vielleicht stunnen, dass die DDs nicht gehittet werden. Weil alles Cooldown hat, ne? Das hier hat hier 15 Sekunden Cooldown und das hat. Wo steht's? Ja gut, 6 Sekunden, aber 6 Sekunden ist auch viel. Also 6 Sekunden können viel sein, ja? Will ich mal anmerken können. Je nachdem. Das ist blöd, dass du da keinen Schaden. Also wie gesagt, wenn ihr einen Schaden im Level Bracket habt, könnt ihr gerne mitmachen, wenn. Das ist die vom Feuerwehrmann, ja. Naja. Ich hatte da was anderes gemeint, aber egal. Wir wollen uns ja um die Uhrzeit. Ja, obwohl, jetzt haben wir 10, ne? Jetzt ist FSK 16, glaube ich, offiziell angesagt. Wenn du auf dem Schlauch stehst, ich glaube, er wollte so ganz scheinheilig indiskret nach der Körbchengröße fragen. Aber fühl dich jetzt hier nicht aufgefordert, der Frage nachzugehen. Okay, ich werde jetzt hier im BG auseinandergenommen. Ich bin kurz vor Level 120. Aber das ist auch ein Schuft, ja? Das ist auch ein Schuft. Wer hat das gefragt? Der Stefan. Ein Schuft ist das. Also. Warte mal, den taunte ich jetzt und dann hole ich mir was. Na super. Taunten, Dings, jetzt hol ich mir was trinken hier erstmal. Richtig, es kommt nämlich auf den Arsch an, ja? Das ist meine Rede. Es kommt auf den Arsch an. Also das hast du wahrscheinlich jetzt nicht gemeint, aber ich interpretiere das jetzt einfach rein. So. Wo es die überall juckt, ne, will ich jetzt gar nicht wissen. Herr Thurius. Oh, ist heute schon wieder so ein Stream, ne? Richtig, und zwar ein Hintern. Das sind die wichtigeren Sachen. Der mag sein Erdele, ne? Der soll halt das scheiß Erdele ziehen, wenn ich einen großen Marspull mache. Und dann tankt das Erdele alles weg. Was denn heute? Trash Talk, weißt du, Lexi? Ein bisschen Fun muss sein. Okay, wir werden hier gerade abgezogen. Im BG sehe ich gerade so aus dem Augenwinkel. Und zwar, wir kriegen richtig einen Arsch versohlt, ne? Warsong? Ich bin mit dem Ali drin, ne? Und Horde führt 2-0 und die farmen schon den Friedhof ab. Da weißt du, was los ist. Und da hat er jetzt die dritte Anfrage. Ah, warte mal, ich kann mir schon denken, wer das ist. Hat uns das gebracht? 9K, der Boss gebracht. Bestes BG. Ja, Warsong mag ich, muss ich sagen. Warsong habe ich mir echt gern gespielt. Und spiele ich immer noch gerne. Aber, naja, so nebenbei leech ich es halt auch, ne? So, hier habe ich dazugelernt, ich pull nicht mehr alles.
Also normalerweise, ne? Normalerweise würde ich hier alles ringsrum pullen, aber mit dem 0815 Heiler funktioniert das nicht, ne? Das klappt da nicht. Hier wäre das Erdele Gold wert. Ich könnte alles pullen, jetzt zieht das Erdele und easy, ne? Das wäre halt, ne? Aber sowas. Er zieht's halt beim Boss, wo du denkst, okay, ja, kann man machen, ja. Man kann auch, ne, Heldentum ziehen, wenn man alleine in SW steht und die Wand anguckt. Kann man auch machen. Shit. Okay, nochmal ein Death-CD. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Was machen wir jetzt? Jetzt könnte ich. Hier, jetzt wäre das Erdele Gold wert, ne? Jetzt wäre das Erdele Gold wert hier. Dann ist auch raus. Jetzt habe ich tatsächlich gar nichts mehr ready. So, ich kann mich nochmal heilen. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch weglaufen wie ein Mädchen. Mach ich das? Ja, ich mach das. Mädchen-Move. Stagger machen wir weg. Jetzt heile ich mich selber. Manchmal ist Weglaufen echt die beste Alternative. So. Gut, haben wir das auch überlebt. Wie man am schnellsten Solo leveln kann. Ich würde dir empfehlen, ich kann dir jetzt nicht aus hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es das Beste ist, aber ich würde empfehlen zu questen tatsächlich. Bei Quest, also ich habe auch bei den letzten Charts auch öfter mal auch mal zwischendrin gequestet, aber hauptsächlich Dungeons gemacht. Questen kann auch schnell sein, vor allem wenn du weißt, wo die Quests sind und wie du es machst, dann geht das halt zügig. Du kannst natürlich auch alleine Dungeons queuen. Hast zwei Probleme. Erstens, du wirst relativ lange Queue-Time haben, wenn du nicht gerade Tank oder Heiler bist. Ja, den War-Mode anmachen natürlich. Klar, wenn du Allianz bist, wirst du wahrscheinlich sogar mittlerweile über Questen schneller leveln, weil du ja 30% hast, ne? Und du hast halt einfach den Vorteil, wenn du questest, bist du nicht von anderen abhängig, ne? Wenn ich jetzt Dungeons gehe und nicht mit einer vollen Gruppe gehe und mit Randoms reinkomme, dann können das coole Leute sein, die ihren Stuff runterspielen und das Zeug alles auch relativ gut machen, ja? Es kann aber auch sein, dass du halt totale Vollhorst kriegst und nur rumvibest. Das kann halt passieren, ne? Und dann levelst du halt auch nicht effizient. Das kann dir halt beim Questen nur passieren, wenn du halt selber der Gimp bist. Da bist du halt selber deines Glückes Schmied, ne? In Dungeons kannst du halt nur einen Teil ausmachen. Jo, alles klar. Bis später. Und immer anständig bleiben, ne? Achso, warte mal, ich sollte mal switchen hier auf den. Immer schön anständig bleiben. Ah ja, genau, dieses Azeroth Autopilot haben. Okay, der ist schon lange immun. Wurde mir schon öfter geraten, dass das relativ gut sein soll. Ich persönlich brauche es jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das einigen hilft, ja. Das kann ich mir vorstellen. Switch mal wieder. Ja, ein bisschen Low-Schaden, ne? Irgendwie geht hier nicht so richtig was down. Irgendwie der Paladin, den kannst du ja auch in der Pfeife rauchen. Und dann mir als Tank im Single-Target. Ja, eher jetzt nicht ganz so gut, ne? Könnte man dazu sagen. So, mein Druid ist jetzt 120 geworden, nebenbei über die BGs. Auch nicht so verkehrt. 120? Wie viel sind wir denn? Oh, hier nach dem Dungeon sind wir auch schon so weit durch, wie ich sehe. Also mit der Episode zumindest. Wo gibt's Loot? Gar nicht. Okay, nee, dann halt nicht. Also soweit ich weiß, automatisiert das halt sehr viel, ne? Auch so Questgeschichten mit Annehmen, Abgeben und so, was ja auch ein Addon macht, was ich hier auch hab, dieses Leatrix Plus. Aber es macht, glaube ich, noch mehr Zeug, aber das kann ja vielleicht der Lexi sagen, weil der hat's ja sicher drauf, wenn er es vorschlägt. Soweit ich weiß, guidet es dich auch durch die Quests durch und zeigt es dir halt ein bisschen besser an. Aber wie gesagt, ich habe es selber nicht drauf. Okay, vielleicht war das jetzt noch nicht so gut, die alle zu pullen. Jetzt muss ich bloß schauen, sobald die alle zusammenstehen, dass ich die einmal in den Mast dann reinpacke. Ne, einmal alle Mast gestunt. Und ich wollte switchen hier auf Lothar. Lothar. Mal schauen, mit dem Abschluss müssten wir eigentlich.
Es ist, denke ich, sicher sinnvoll, wenn man das bei einem Char reinpackt, der, also für den zweiten Char, ne? Vom ersten möchte man ja vielleicht die Cutsequenz sehen und möchte ja vielleicht auch die Quests mal lesen. Es gibt Leute, die interessiert das zumindest. Und dann für einen Twink, wenn man nur noch schnell durch wird, ist das sicher eine schöne Sache. Ne? Ich habe halt dieses Leatrix Plus, das macht auch einiges von den Sachen, aber halt auch noch andere Sachen, ne? Also mit Port Instant annehmen, Battle Rats annehmen und sowas, ne? Ja. Sowas kann schon praktisch sein. Also das für den Quests finde ich mittlerweile auch sehr schick. Dass du dann einfach nur hingehst und automatisch die Quest drin hast, nicht mehr fünfmal klicken musst. Es sind so Kleinigkeiten, ja. Aber die machen das Leben halt leichter irgendwo. Auf einem gewissen Punkt. So, ich wollte auf den Hexer hier gehen. Ah, perfekt, hast du es gleich rausgesucht. Danke dir. So. Hey, wie ist der eine jetzt verreckt? Hat der jetzt noch den Hit abgekriegt? Nö. Okay. Da ist einer abgeraucht, ne? Aber der kann hier instant wiederbeleben. Mein Gott, der ist auch. Der Parler ist so ein richtiger Vollidiot. Der ist so ein richtiger Vollidiot. Er spawnt halt genau hier, ne? Da ist der Instanzeingang. Also, du siehst ihn sogar, wo er spawnt. Aber nein, er wartet auf den Reds, ne? Also. So, da Loder. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Naja, kümmern wir noch ein bisschen rein. So langsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Ich habe jetzt letztens oder wieder ein bisschen was hier gemacht. Jetzt bin ich 436, ne? Aber es zieht sich, ich sage euch das. Das zieht sich mit dem hier mit den Ehrenstufen, weil du brauchst halt 8800 quasi Ehre, um ein Level hochzumachen. Und da bist du echt gut beschäftigt. Da bist du gut beschäftigt. Da sind alle drin. Wunderbar. Auf geht's. Abfahrt. Oh, mit HT. Das gefällt mir. Der Shami gefällt mir. Das ist zwar der immer sein Erdele beim Boss zieht, was ich nicht so ganz verstehe. Ja, aber dafür zieht er sein HT. Ne, bei jedem. Beim ersten und beim letzten, so wie sich das gehört. Chapeau. Na, ne, hier. Auf dich, Shami. Das liegen lassen tritt sich fest. Nee, so sind wir da auch nicht. So ganz böse bin ich nicht. Schaut, zieht er wieder sein Ele bei dem Boss. Ja, gut, kann man machen, aber bringt tut das halt nicht viel, ne? Du, ich hatte einen Dungeon. Da waren, glaube ich, vier potenzielle Leute, die HT ziehen könnten. Vier. So, vier. Und die hatten die ganze Instanz kein einziges Mal den HT-Buff. Nicht einmal. Und du denkst, also, ne, ich war, glaube ich, als Dudu-Tank drin. Wir hatten einen Ele, zwei Mages und einen Heal-Shami. Und du hast kein einziges HT gesehen. Das war eine Hammergruppe. Also eine richtige Hammergruppe. So, jetzt bin ich doch noch ein Level abgestiegen. Stufe 83 tatsächlich. Heißt, wir haben jetzt vier Level gemacht, oder? Ich war, nee, fünf sogar. Ich war ja am Anfang knapp vor 79, also 78 war ich. Haben wir sogar 5 Level gemacht, ne? Wenn ich mir das so recht überlege. Oh ja. Ganz zählt's ja nicht. So, was können wir denn hier anlegen? Die Handgelenke können wir schon mal anlegen und sonst, was haben wir noch so? Schuhe vielleicht? Die kann man schon an. Gürtel? Nee, das ist auch kein höherer. Die Hände. Ein Item-Level höher. Gut, okay. Dann sind wir soweit wieder durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns gerne bei der nächsten Folge. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.